Guten Tag, liebe Fahrgäste. Recht herzlich willkommen im Grozenia Express Blauer Klaus auf der Fahrt durch die Stadt Bad Kreuznach. Rechts sehen Sie das Parkhotel Kurhaus. Nach Abriss des 1843 erbauten Kurhauses wurde 1913 nach Plänen von Professor Emanuel Seidel aus München das heutige Haus erbaut. 1917 bis 18 war das Haus Hauptquartier des letzten deutschen Kaiser Wilhelm II. Im Zweiten Weltkrieg Armee-Oberkommando mit den Arbeitsräumen von General von Witzleben. Und 1958 trafen sich hier im Hause der französische Staatspräsident Charles de Gaulle und der deutsche Bundeskanzler Dr. Adenauer und legten den Grundstein für die deutsch-französische Freundschaft. Sie sehen links das zentrale Bäderhaus aus dem Jahre 1911. Man hat es für 7,5 Millionen Euro zum schönsten Saunabad Deutschlands ausgebaut. Wir verlassen die Insel, überqueren den Mühlenteich und sehen links drüben das Rheuma-Krankenhaus. Rechts im Kurpark die Elisabethenquelle. Es ist eine von 20 Heilquellen in Bad Kreuznach. Und auf der Höhe sieht man den Teetempel, der von dem Freiherr von Rekum Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut wurde. Unterhalb des Teetempels befindet sich der Radonstollen, in dem Rheumakranke durch das Edelgas Radon Linderung von ihren Leiden erhalten können. Und links die Kalaschow-Klinik. Rechts im Hintergrund das Hotel der Quellenhof, erbaut 1912 mit Steinen des alten Kurhauses. Das ist der Oranienpark, in dem einst ein Frauenkloster stand, das Pfalzgraf Ludwig Heinrich seiner Gemahlin Maria, einer oranischen Prinzessin, schenkte. 1673 wurde die Pfalzgräfin Witwe und wohnte von da ab im Oranienpark, wie sie ihren Besitz nannte. Das später an gleicher Stelle errichtete Hotel Oranienhof genoss internationalen Ruf. Es beherbergte im Ersten Weltkrieg das Hauptquartier mit Arbeitsräumen von Generalfeldmarschall Hindenburg und General Ludendorff. Ende der 20er Jahre wurde das Hotel abgerissen. In dem Anbau befindet sich heute ein kleines Restaurant. Im unteren Teil des Parkes ist eine Minigolfanlage. Links ist das zweitgrößte Hotel in Bad Kreuznach, das Hotel Caravelle. Rechts haben wir den Blick in die Kauerstraße, benannt nach der berühmten Bad Kreuznacher Bildhauerfamilie Kauer. In dieser Straße steht auch eine Allee japanischer Kirschbäume, die im Frühjahr die Straße in ein rosarotes Blütenmeer verwandelt. Rechts sieht man eine aufgeschnittene goldene Kugel, das stellt die Sonne dar. Man hat hier einen Planetenweg angelegt, der Maßstab 1 zu einer Milliarde. In dem burgähnlichen Gebäude befand sich früher eine Sohle-Pumpstation, die die einzelnen Hotels im Kurgebiet mit Sohle belieferte. Nebendran sieht man die von dem Bad Kreuznacher Bildhauer Ludwig Kauer geschaffene Bronzegruppe Durst, zwei streitende Krieger um einen Schluck Wasser.
Mit dieser Bronzegruppe gewann er bei einer Weltausstellung in Paris eine Goldmedaille. Wir sind in der Brieger-Promenade, benannt nach dem Begründer des Heilbades von Bad Kreuznach. Es war der Wiesbadener Arzt Johann Erhard Peter Brieger. Rechts auf dem Sockel das Denkmal vom ehemaligen Reichskanzler Bismarck, geschaffen von dem Bildhauer Hugo Kauer. Hier an der Nahe und auch am Mühlenteich hat das Land Rheinland-Pfalz 22 Millionen Euro in die Hochwasserschutzmaßnahmen investiert. 10% davon musste die Stadt Bad Kreuznach aufbringen. Rechts auf der Mauer vom Planetenweg der Jupiter. Und zwischen dem nahen Ufer und der Brieger Promenade sehen wir die Parkanlagen der Roseninsel. Die Rosen wurden erstmals 1905 bei einer Rosenschau gezeigt. Seit dieser Zeit blühen hier die verschiedensten Rosenarten in großer Anzahl. Wir kommen hier in die von Kurfürst Karl Philipp im Jahre 1732 erbaute Saline Karlshalle vorbei. Der Brunnen hat eine Tiefe von 135,5 Meter und das salzhaltige Wasser, das aus der Tiefe kommt, ist 22 Grad warm. Es war die erste Anlage dieser Art in Bad Kreuznach. Vor uns die kleinen Häuschen gehören zu unter Denkmalschutz stehenden Karlshalle. Hier waren die ersten Badeeinrichtungen der Stadt Bad Kreuznach. Links das Gradierwerk wurde für 40.000 Euro begehbar gemacht. Hier werden Führungen abgehalten. Das Land Rheinland-Pfalz gab die Hälfte dazu. Und links oben sieht man die Gans mit 321,8 Meter über normalen Null. Rechts, das kleine Häuschen, war ein ehemaliges Brückenzollhaus. Hier wurde im Mittelalter der Wegezoll erhoben. Wir fahren auch am Rande des Bad Kreuznacher Stadtwaldes vorbei, die Hart mit kilometerlangen Höhenwanderwegen. Und links unten in einem Teilstück der Nahe befindet sich eine Wildwasserstrecke für Kanufahrer. Man hat sie als Leistungszentrum für Kanuten ausgebaut. Rechts etwas verdeckt ein altes Hofgut, dem Sulzer Hof, der erstmals 1203 erwähnt wurde. Wir befinden uns hier im Herzen des Salinentals, der Theodorshalle. Der Saline-Techniker Freiherr von Beust baute hier im Jahre 1743 eine Saline und nannte sie nach dem damaligen Kurfürsten Karl Theodor. Die etwas irritierende Bezeichnung Hall, Halle für die Gradierwerke Karlshalle und Theodorshalle benennt keinen überdachten Raum, sondern ist der altdeutsche Begriff für Salzgewinnung. Wir fahren in Europas größtem Freiluftinhalatorium, das bekannt ist. Durch das Verdunsten der Sohle in den Gradierwerken wird die Luft im Salinental mit Jod